Nichts um alles in der Welt könnte mich da reinbringen. Nichts. Aber Simon ist so, I don't fucking care. Natürlich ist hier noch eine Tür. Oh! Wir gehen einfach durch. Ach du Schande. Wir sind wieder in so einem surrealen. Hier sieht ja alles ein bisschen freaky gerade aus. Vielleicht wacht Simon gleich wieder durch irgendwas auf. Oder im Zug vielleicht sogar. So wie als wir durch diese durch dieses Fleischer-Ding durchgegangen sind. Mit diesen Dingern. Und wir wachen gleich einfach irgendwo auf. Ach du Scheiße. Zwei. Rüber! Nein, eins, zwei, jetzt. Sechs, sieben. Okay. Und durch. Eins, zwei. Nein! Fuck! Ist runtergefallen. Ach. Oh. Die Tür wird zerklatscht. Watch for the trees. Das war nicht die Tür. Maka. Nehmen wir die einfach jetzt. Ich will hier wenigstens noch durch. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass hier irgendwie wieder was runterfällt. Ja, und wieder rein mit uns. Oh mein Gott, Alter, hab ich mich erschrocken. Siehst du, dass alles so swirly ist und alles so neblig, dizzy, schwindelig? Das meine ich. Vielleicht wachen wir gleich einfach irgendwie wieder auf, was super wäre. Okay, nicht vergessen, die Türen können uns zerklatschen. Wir versuchen mal irgendwie hier drüber zu kommen. Okay. Schaffen das schon. Na, scheiße. Hier kracht uns, glaube ich, keiner mehr entgegen. Rein mit uns! Yay! Okay.
Okay, auf einmal ist hier ganz andere Musik. Ich habe das Spiel eben nochmal neu gestartet, seit dem letzten Tod. Und da wir die ganze Zeit diese Sterbemusik hatten, kamen die anscheinend nicht. Fuck, ist die gut. Bisschen mehr Konzentration. Extra gesprungen. Eins. Okay, wir warten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, hier haben wir genug Zeit. Einfach rüber zu gehen. Mal gucken. Vielleicht, ich glaube, wir müssen trotzdem irgendwann unten durch die Türen. Ich überspringe diesen Part hier einfach. Für euch ist doch zu lange. Es tut mir leid. So, ups. Jetzt schaffen wir es aber. Ich muss gar nicht mehr crouchen. Okay. Mehr Konzentration jetzt. So. Die blieb ja lange auf. Lange zu und lange auf. So. Hier sind wir eben gestorben. Ja, geschafft. Immerhin. Oh, ja, hier stürzen wir auch so oder so runter. Oh, ich sehe gar nichts. Was ist das? Was ist still? Scheiße, jetzt habe ich wieder Angst. Jetzt weiß ich nicht mehr, was passiert. Es geht auch gleich auf. Nee, okay. Es ist jetzt nicht mehr ganz so freaky hier. Also von. Es kriselt und wackelt nicht mehr alles so, aber. Ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Bei dieser einen Tür. Nur von unten nach oben. Wo wir am Anfang waren. Nee, oh. Es regnet. Es blitzt. Kein Speicherpunkt. Gott, eine Laterne. Hier ist keine Tür. Ich würde sagen, wir halten uns am Pfad. Zur Not haben wir noch eine Syringe. Kommen wir so nach Hause? Der Doktor. Wir haben den Doktor gesehen. Blitz nochmal, ich will das nochmal sehen. Das ist ein großes Haus. Ist das das Krankenhaus? Blitz nochmal. Komm schon. Ah. Hier geht's natürlich nicht weiter.
Großes Haus. Bitte sei kein Krankenhaus. Möllenberg Mental Hospital. Möllenberg Psychiatrie? Mentales Krankenhaus? Ergibt es Sinn? Ich möchte meine Waffen wieder haben. Simon, was ist los mit dir, dass du da wirklich reingehen möchtest? Also. Wieso immer ein Krankenhaus im Horrorspiel? Rezeption. Herr Doktor. Ich höre Hechel. It's locked from the other side. Alter Vater, Alter Mann. Ich hasse sowas, also so Schritte, die man hört und die weit weg sind. Öffne das Tor, das die Stiegen blockiert. Braucht es vielleicht Strom? Es ist kaputt auf jeden Fall. Die Hintertür ist verschlossen. Wieder ein Gruselfilm, an den ich denken muss, ist Grave Encounters. Falls den jemand kennt, schreibt es in die Kommentare. Mann. Es wird immer schlimmer. Hier waren wir eben schon drin. Ich kann nichts mehr sagen, weil ich wirklich so unter Spannung gerade stehe. Ich hätte gerne Waffe. Was Größeres als ein was Besseres als ein Stock. Kommt von oben, oder? Badezimmergeister sind hier auch immer die schlimmsten. Okay. Hier haben wir nichts gefunden. Wir gucken uns die andere Seite an. Kennt ihr auch alle dieses Bild, wo so ein Ding in der Ecke steht und sich dann umdreht und dann rah macht? Das könnte man hier auch gut einbauen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich herkam. Hier. Okay. Gucken wir uns zuerst hier um, würde ich sagen. Hier gibt es gar keine Toiletten. Oh Gott. Alter. Ich höre... Hör ich auch die ganze Zeit so ein Hecheln? Oder ist das jetzt nur durch den Regen? Ich glaube nicht. Oder von unten kamen die Geräusche. Kann natürlich auch sein. Hier ist nichts. Huh. Das kommt von unten.
Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Schiss wie jetzt im Craft hier. Ich will mich erst oben umgucken. Wo kommen wir? Von hier. Hier ist gar nichts. Runter. Die Türen. Das geht gleich zu. Oder wenn wir wieder hochkommen. Die Musik ist so krass. Wir gehen in den Keller vom Krankenhaus. Machen den Strom an. Hä? Ein Rätsel. Finde den Doktor. Alt. Das ist jetzt gleich alles voll mit Viechern. Alles, alles, alles. Ich sag doch, da ist irgendwas jetzt. Ich glaube, man sieht an der Maus, dass ich zitter, ne? Oh mein Gott, Alter, das ist schlimm. Okay, da sind jetzt überall Viecher, aber wir kommen klar. Weil wir sind strong. Das ist aufgegangen. Komm. Da kommt was. Das ist eine Mom und da kommt was raus. Wir müssen eh hier unten lang. Nehmen wir jetzt die Syringe. Ich weiß nicht, was noch kommt. Speicherpunkt wäre nicht so schlimm, weil auf dem Weg dahin ist uns ja nichts passiert. Noch nicht. Die sind verschweißt. I guess. Die ist auf. Hier ist die Tür auf. Oh! Gut, dass du backst. Gib mir dein Magazin. Inventory voll! Aber Stock, der war zu gut, der war zu treu. Und eine Nahkampfwaffe ist eigentlich nicht dumm. Komm, dann machen wir das so. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Strange, my love. Klick, klick. Wir sollten hier drin gucken. Bowlingbahn. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Ich habe das ja schon mal als Let's Play gesehen, vor 1000 Jahren, bei Kronk. Und ich meine, ich erinnere mich hier an diesen Ort. Und ich meine, der war scheiße. Warum gibt es eine Bowlingbahn im Krankenhaus? Im Magazin. There's something strange about Dr. Purnell. Dr. Purnell verhält sich irgendwie sonderbar. Dr. Purnell, kann es sein? Bestimmt Simons Doktor. Wir wissen ja, dass Simon Wahnvorstellungen hat, etc. Halleluja.
Willst du mich flachsen? Was hier Inventory full? Was ist denn das? Dafür haben wir aber gar kein Magazin. Ich lasse das hier bei der Notiz. Wir lassen dich hier, weil ich keinen Plan habe, ob ich irgendwie noch Money für dich finde, ja oder nein. Bevor das Glück mich verarscht, so wie jetzt. Dann kannst du die nicht in die Hosentasche stecken oder so. Fuck. Okay, den Raum merken wir hier uns. Deutsch, ich kann nicht. Seife? Ich dachte, jetzt können wir die mitnehmen. I guess it's Seife. Also, immerhin gibt's hier Seife. Oh, das sieht ungesund aus. Regler. Visa Hansin. Inga Besök, Evta, 17 Uhr. Inga macht sauber ab 17 Uhr. Nichts passiert. Nur ein Bücherboy. Wir kommen wieder hierher. Hier gibt es Shrinch und ein anderes Blubbel. Dingeskirchen. Waffe. Oh mein Gott. Da hinten ist Shotgun-Muni und ein Shotgun. Ihr könnt... Hallo? Warum sind hier so viele verschiedene Waffen? Schießstock. Aber. Was ist das? Nee. Ach, weil es eine Psychiatrie ist, gibt es da wahrscheinlich auch Ablenkungsmöglichkeiten. Zwei Syringes? Wir kommen wieder. Die Türen sind verschlossen. Wir müssen oben lang. Was für Entscheidungen soll ich hier treffen? Was soll ich denn hier alles liegen lassen? Gibt es hier keine Möglichkeit von wegen Rucksack? Hier muss doch irgendwo einen Rucksack geben. Das Herz ist ja süß. Ne, von hier kommen wir. Alles gut. Wir gehen jetzt nach oben. Und speichern. Da wird ganz viel sein. Bereit? Nein, aber let's go. Ich höre was weinen. Zur Not können wir hier nachladen. Oder die Shotgun da nehmen. Ich komme gleich wieder. Maga! Oh, ich wollte doch nur nachladen. Krampy, was tust du mit mir? Okay, da war jetzt eine doofe Kuh. Okay, wir haben verstanden. Speichern. Train. Ich glaube, ich lasse den Train erstmal hier stehen und pack den Crash Train dafür weg. Damit wir einen Safe Point weiter weg haben. What apps? Rucksack! Aha.
Hier oben. Können wir jetzt lang? Ich würde sagen, wir gucken erstmal. Wie gesagt, in jeden Raum. Wir können überall was finden. Haben. Doktor! Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade hasse. Dafür, dass ich diese fucking Pistole gerade nicht dabei habe. Scheiße. Moni! Jetzt smashed. Es ist zugeknallt. Verschlissen? Wie soll man das nennen? Gucken uns kurz hier um. Und dann holen wir ihm die Dreckspistole von unten. Das wollte ich gar nicht. Wir können schon 3 Spritzen mitnehmen. I have the feeling someone is behind the door. Okay. Ich zitter richtig. The door is locked. There is a sign saying staff quarters. Staff ist also hier. Also die Mitarbeiter. Mitarbeiterzimmer. Oder sonstiges. Eigentlich finde ich das mit dem Magazin ja super. Und mit den Syringes. Aber gleichzeitig. Oh! Macht mir das ein bisschen Angst. Hier ist ein Tonband. Mental Hospital. Ich speichere kurz. So. Ah. Oh, fuck. Probieren. Geht über studieren, würde ich mal sagen, ne? Oh, guck mal, hier ist draußen. Ist hier jemand drin? Da kommen wir später auch hin. Bisschen Lunz kann man ja. Ja, gehen wir mal zur Kegelbahn. Nach unten. Was? Shotgun. Fast tot. Wir gehen nach oben. Können wir die Axt nehmen? Was ist denn das für ein Papier, Heini? Ganz flink gehen wir nach oben. Hier war eine Spritze. Eine gute. Drop. Und nehmen. Gott sei Dank. Immer nachladen. Simon. Oh. Deshalb können wir nicht nachladen.
Die würde ich tatsächlich auch nachladen, weil das lange dauert. Und runter! Speichern! Mental Hospital, third floor. Da haben wir oben gespeichert, ganz oben. Das würde ich überspeichern, weil das ist irgendwie... Haben da auch nichts Besonderes gefunden. Und runter mit uns. Dann lassen wir die Shotgun liegen, würde ich sagen. Ich hasse Stille. Hier war das. Und da rechts war auch eine Spritze. Und da war auch eine Spritze. Ja, hier ist die. Oh, wir holen dich wieder, wir holen dich wieder, ich spür's. Purnell hieß der, ne? Purnell. Dr. Purnell. Okay. Oh, wir hätten die mal oben lassen sollen. Wir könnten jetzt auch alles nach oben bringen. Und dann wieder mitnehmen. Das ist so blöd. Ich weiß nicht. Ach, wir geben ihm jetzt einfach so. Jetzt ist da sowieso wieder ganz viel. Ich würde sagen, einfach straight nach oben gehen. Doktor! Will you give him the weapon? Yes or no?